Hi, mein Name ist Dr. Paul und willkommen zurück zu einem neuen Video. Es geht in großen Schritten Richtung Schwert und Schild, aber bevor es soweit ist, haben wir noch zwei Generationen vor uns, die wir in den Fokus nehmen. Heute gibt es also das Beste aus der 6. Generation und auch hier wieder vielen Dank an euch für eure Beiträge. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, dann werft doch gerne einen Blick in die Playlist und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. X und Y sowie Omega Rubin und Alpha Saphir sind die ersten Pokémon Main Games, die für den 3DS erschienen sind. Das offensichtlichste ist natürlich die Grafik, welche sich vom Stil her komplett geändert hat, da die neue Konsole viel mehr Leistung ermöglichte und somit den Start des 3D-Zeitalters bei Pokémon-Spielen der Hauptreihe setzte. Die neue Optik kam sehr gut bei den Fans an und auch das Spielerlebnis war von nun an ein ganz anderes, schließlich hat man sich sehr an die Sprite-Grafik gewöhnt. Alle Pokémon konnten jetzt aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werden und waren detaillierter als je zuvor. Ebenso wurden Attackenanimationen und die Umgebung deutlich überarbeitet und das Umfeld konnte ab dann auch lebendiger gestaltet werden. Kalos ist dementsprechend auch eine wirklich hübsche und abwechslungsreiche Region und das kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass man im Spielverlauf quasi durch die verschiedenen Jahreszeiten und deren Wetterverhältnisse geleitet wird. Das ist mir auch erst beim Erstellen dieses Videos aufgefallen, aber am Anfang gibt es auffällig viel Natur und große Blumenfelder, was den Frühling repräsentiert. Danach befindet man sich an der Küste und läuft einen großen Strand entlang, bis man noch an einem kleinen Hafen vorbeikommt. Anschließend wird man nach Romantia City geführt und auf diesem Weg verfärben sich die Blätter und alles wirkt sehr herbstlich. Und schlussendlich durchläuft man die kälteren Gebiete der Region, in welchen vor allem viel Schnee liegt, was dann also den Winter darstellt. Das beliebte Feature aus der 5. Generation wurde also auf verschiedene Gebiete eingeteilt und darüber kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Auf der Reise kommt man also an vielen interessanten Orten vorbei, darunter der Novaria-Wald, welcher sogar an den Vertania-Wald angelehnt ist, Novaria City, der Magnum Opus-Palast, Yantara City und natürlich Illumina City, welche selbst Stratos City in den Schatten stellt und durch die neuen Möglichkeiten des 3DS einfach nur glänzt. Bis heute habe ich immer noch Probleme dort zu navigieren, denn es gibt so viele Straßen und Abzweige mit so vielen Gebäuden, da verliert man einfach schnell die Orientierung. Da die Stadt auf Paris basiert, darf natürlich auch nicht das Äquivalent zum Eiffelturm fehlen, was dann wiederum der Illuminaturm ist. Dieser wurde schön gestaltet und wurde zusätzlich auch als Arena verwendet, was ziemlich nice ist. Generell, und da spreche ich auch schon für Oras, sind die Arenen der 6. Generation sehr gelungen, alles wirkt persönlich und gut abgestimmt, weswegen man neben dem Kämpfen auch erstmal mit etwas Bestaunen beschäftigt ist. Aber die Arenaleiter haben nicht nur hübsche Arenen, das Arenaleiter-Theme schafft mal wieder ein gutes Maß an Spannung und unterstützt die Dynamik beim Kampf. Generell glänzt die 6. Generation mit guten Battle-Themes, darunter zum Beispiel Versus Champion oder Versus Legendary. Auch sehr gelungen war das Illumina City Theme, welches ziemlich catchy ist und sehr fröhliche und positive Vibes verteilt. Und das ist auch gut so, da man sich viel in dieser Stadt aufhält. Am Anfang der Reise durch Kalos bekommt man noch vor der ersten Arena Roller Skates geschenkt, die genau wie das Fahrrad eine schnelle Fortbewegung ermöglichen sollen. Dazu kommen aber noch ein paar nette Gimmicks, denn man kann verschiedene Tricks ausführen, die man von Personen in der Region beigebracht bekommt und man kann auch noch die Geschwindigkeit anpassen. Die Turbotreter kamen seit jeher nicht mehr vor, beziehungsweise kann man nun von Anfang an normal rennen. Und früher oder später rennt man dann auch mal in eine Massenbegegnung, bei welcher 5 Pokémon auf einmal auftauchen. Dadurch hat sich nicht nur das EV-Training sehr angenehm gestaltet, es war auch eine praktische Variante für das Shiny Hunten, da man direkt 5 Encounter hat und damit auch eine höhere Chance, dass man ein Shiny auftaucht. Apropos Shinies und Chancen, die Wahrscheinlichkeit, dass einem eins entgegenkommt, ist ab Gen 6 mit 1 zu 4096 höher als zuvor noch 1 zu 8192. Und da es immer noch den Schilderpin gibt, kann man diese Chance mit 1 zu 1365 weiter erhöhen. Dann gibt es auch noch viele verschiedene Methoden, mit welchen man das Ganze noch weiter pushen kann. Generell haben X und Y dazu beigetragen, das volle Spielerlebnis zugänglicher zu machen. Es war leichter an Pokémon mit guten TV-Werten zu kommen, so zum Beispiel in der Kontakt-Safari, in welcher jedes Pokémon mindestens 31 TVs auf 2 Werten hatte und wo es auch Ditto zu fangen gab, mit welchen man wiederum gut züchten konnte. EVs konnten nicht nur leicht durch die Massenbegegnung verteilt werden, mit dem Supertraining hatte man eine Funktion, bei welcher man die EVs über kleine Minispiele gezielt an seine Pokémon weitergeben konnte und nebenbei hat man auch noch Belohnungen wie die Entwicklungssteine bekommen.
Der umstrittene EP-Teiler, der von nun an auf alle Pokémon Erfahrungspunkte verteilt, hilft in diesem Fall sehr dabei, sein ganzes Team effizienter zu trainieren und damit auch schnell auf ein hohes Level zu bringen. Einige haben kritisiert, dass man im Playthrough deswegen schnell überlevelt, aber ehrlich gesagt hatte ich damit noch keine großen Probleme, da man immer die Möglichkeit hat, das Basis-Item auszustellen. Und so habe ich mir in den Trainingsphasen einfach etwas Zeit gespart, was ich durchaus ganz gut finde. Durch die genannten Möglichkeiten war der Einstieg ins Competitive so angenehm wie noch nie zuvor, was dann einen größeren Hype auslöste, da viele Spieler zurück zu Pokémon finden konnten, da es neben dem üblichen Playthrough noch viel mehr gab, als man dachte. Davor war zwar auch eine kompetitive Szene vorhanden, aber ich denke, es ist nicht falsch, wenn man sagt, dass X und Y diese um einiges bereichert hat. Im Zusammenhang damit steht aber auch die einfache Nutzung der Online-Funktionen. Diese wurden nämlich ganz unkompliziert in das Feld des Bottom-Screens integriert und man konnte mit dem PSS in binnen weniger Sekunden seine Freunde zum Kampf herausfordern oder mit diesen tauschen. Genauso konnte man auch schnell fremde Leute finden und mit diesen interagieren. Das GTS war auch schnell abrufbar und es wurde mit dem Wundertausch noch eine neue Funktion eingeführt. Dort kann man ein Pokémon zum Tausch freigeben und bekommt von irgendeiner unbekannten Person ein ebenfalls unbekanntes Pokémon zurückgeschickt. Und so simpel die Idee sein mag, es macht wirklich Spaß, sich beim Tauschen einfach überraschen zu lassen. Was sowohl für die Competitive- als auch Casual-Spiele ein Umschwung war, war der damals noch neue Feentyp. Davor wurden das letzte Mal in Gold und Silber zwei neue Typen hinzugefügt und da seitdem eine Menge passiert ist und auch viel mehr Pokémon vorhanden waren, hatte der neue Typ große Auswirkungen. Zunächst wurden die Feen mit der Evoli-Entwicklung Felinara beworben, was auch schon eine große Überraschung war, und dann sollte es vor allem eine Antwort auf Drachen-Pokémon sein. Durch wenige Schwächen und viele starke Pokémon waren diese immer sehr dominant, doch der Feentyp war nicht nur sehr effektiv, Drachenattacken haben keine Wirkung auf Feen. Man konnte also nicht mehr so ganz unbedacht Wutanfall oder Draco Meteor einsetzen. Der Stahl- und Gifttyp profitierten allerdings davon, da sie zuvor offensiv nicht viel ausrichten konnten und es fortan Standard wurde, dass man eine oder mehrere Stahl- bzw. Giftattacken in seinem Team hatte. Dafür musste der Stahltyp aber zumindest seine Unlicht- und Geistresistenz abtreten. Das Core-Feature aus Gen 6 und damit ein weiterer großer Umschwung waren die Mega-Entwicklungen. Jedes Pokémon, welches voll entwickelt war oder bei welchem darauf gehofft wurde, dass es eine reguläre Entwicklung bekommt, hatte das Potenzial, eine Mega-Entwicklung zu bekommen. Dabei gab es dann nicht nur ein neues Aussehen, die Stats wurden stark erhöht und meistens erhielt das Pokémon auch noch eine neue Fähigkeit. Und viele Megas waren wirklich stark und haben das ursprüngliche Pokémon deutlich kampftauglicher gemacht. Dabei haben Mega Kangama, Mega Flunkiefer oder Mega Bibor unter anderem am meisten profitiert. Mega-Entwicklungen haben das ganze Meta umgeworfen und waren so ziemlich immer fester Bestandteil eines kompetitiven Teams. Dazu kam dann auch immer ein großer Hype auf, sobald neue Megas vorgestellt worden sind, da sich viele darüber freuten, dass bestimmte Pokémon in neuen Glanz gehüllt werden. Es ist und war eines der beliebtesten Features in Pokémon-Spielen. Um nochmal ein bisschen auf das Casual-Gameplay zurückzukommen, eine schon immer sehr gefragte Funktion wurde mit der 6. Generation hinzugefügt: Trainer Customization. Zu Beginn des Spiels kann man die Haut- und Haarfarbe seiner Spielfigur auswählen und im Spielverlauf kommt man an einigen Boutiquen vorbei, wo man sich verschiedene Klamotten kaufen kann. Einen Friseur gibt es dann auch noch und so kann man noch die Frisur oder die Haarfarbe ändern. Es macht den Playthrough deutlich individueller und auch sowas wie die Cutscenes, welche sehr schön umgesetzt wurden, werden logischerweise mit dem eigenen Look angezeigt. Man konnte viel kombinieren und ausprobieren und ich denke, der ein oder andere wird schon einige Stunden für das optimale Outfit geopfert haben. Mit Pokémon Ami konnte man abseits von den Kämpfen mit seinen Pokémon interagieren und diese füttern, streicheln oder Minispiele mit ihnen spielen. Für zwischendurch ist das auf jeden Fall ein kleines nettes Feature. In der Story dreht sich alles um Team Flair, welches mit Hilfe der ultimativen Waffe das Ziel einer schöneren Welt verwirklichen möchte. Dabei ist das Vorhaben ziemlich skrupellos, da das Team bzw. der Leiter Flordelis bereit dazu ist, viele Leben zu opfern. Eine etwas dunklere Geschichte, die aber durchaus gut ankam. Flordelis war aber allgemein ein beliebter Charakter und die Geschichte um ihn und den 3000 Jahre alten König AZ hat gut in die Spiele gepasst und es war ein durchaus interessantes Konzept, bei welchem ich mir gewünscht hätte, dass man dieses mit einer Zusatzedition weiter ausgebaut hätte. Aber naja. Im Postgame trifft man mal wieder auf Lebel, welcher sich in Illumina City aufhält. Dort kommt man Xeros auf die Schliche, welcher als letztes von Team Flair übrig geblieben ist. Und sobald man diese kleine Story abgeschlossen hat, bleibt noch das Kampfhaus in Bartica City übrig. In Omega Rubin und Alpha Saphir bekommt man nach der Pokémon-Liga mit der Delta-Episode noch eine etwas umfangreichere Quest.
Man muss dabei die Erde vor einem Meteoriten beschützen und fliegt dafür ganz entspannt mit einem Rayquaza ins Weltall und tritt dort gegen Deoxys an. Das war das erste Mal, dass man in der Hauptreihe ohne Event gegen ein mysteriöses Pokémon kämpft und dieses auch fangen kann, was ich ziemlich cool finde. Aber hey, warum sollte es reichen, auf Rayquaza fliegen zu können? Nachdem man die Höhenregion vor Proto-Groudon oder Proto-Kyogre gerettet hat, bekommt man die Aeon-Flöte in die Hand gedrückt, mit welcher man entweder mit Latios oder Latias über die Region fliegen kann, und ich habe das so sehr geliebt. Die Karte wird einem zwar nicht hochqualitativ angezeigt, am Ende ist es auch nur der 3DS, aber es ist so ein cooles Gefühl, dort umherzufliegen, und außerdem konnte man so auch an viele andere legendäre Pokémon kommen, welche von Hooper in die Region verschleppt worden sind. In den Remakes gibt es also neben der bekannten Main Story einiges zu tun. Der Vergleich zu den Originalspielen war natürlich auch sehr krass, denn so hat man realisiert, wie viel sich in der Zeit getan hat, und es war auch nochmal schön, in ein lebendiges und anderes Höhen einzutauchen. Gerade auch die musikalische Untermalung fängt die Stimmung der alten Tracks gut ein, nur dass es eben hochwertiger klingt. Neue Lieder, die herausstechen, sind das Heiko-Theme und der Amalia Battle Track. Wie ich schon vorhin gesagt habe, Gen 6 glänzt mit den Battle-Themes. Vieles ist zwar im Kern gleich geblieben, aber eine große Änderung war das Poké-Multi-Nav, welches den regulären Poké-Nav ablöste, und neben PSS, Supertraining und Pokémon Army wurde der Pokémon-Suche hinzugefügt, mit welchem man scannen kann, was für Pokémon sich in der Umgebung aufhalten, und der Spieler kann auch teilweise sehen, was für Attacken, Level oder Items einen erwarten. Manchmal tauchten dabei auch Pokémon mit Eiattacken auf, womit man sich schon zum Beginn des Spiels sehr starke Teammitglieder wie zum Beispiel einen Schwalbini mit Sturzflug holen konnte. Hauptsächlich wurde der neue Poké-Nav aber fürs Shiny-Hunten benutzt, da es eine neue Methode des Shiny-Chainings gab, die sehr simpel und effizient funktionierte. So, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Jetzt bleibt uns nur noch die 7. Generation übrig und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis wir endlich Schwert und Schild spielen können. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder und bye bye.